Hallo, ich bin Günter Bayer von der Firma Klassiker Restaurierung Bayer aus Coburg. Heute wollen wir euch an zwei verschiedenen Mercedes-Benz 190 SL, das Armaturenbrett und die Bedienelemente zeigen. Unter dem Video zeigen wir die Sprungmarken und die Details für diese Fahrzeuge. Lüftungsbedienung ist hier für den Beifahrer, das ist für die Scheibe und der Hebel unten ist für den Fußraum. Hier ist der Handschuhkasten mit einer rein mechanischen Uhr und die kann ich jetzt aufziehen oder muss ich aufziehen und stellen. Aufziehen. Und dann werden wir sie stellen. So, hier haben wir den Aschenbecher. Formschön direkt ins Armaturenbrett eingearbeitet und dazu natürlich den passenden Zigaretten- oder Zigarrenanzünder, hieß es früher. Klar, der Rückspiegel und hier die Innenbeleuchtung per Hand regelbar. Nur ist er aus. Dieser Knopf ist der Zwei-Stufen-Schalter für Scheibenwischer. Das ist das Zündschloss mit zwei Rosten, mehr nicht. Das ist der sogenannte Choke-Zug. Kann man jetzt mal ziehen, dass man es besser sieht. So zum Starten, wenn er läuft, so auf die Hälfte wieder rein. Oberhalb vom Chokezug befindet sich die Tankanzeige. Flupp. Und er ist jetzt circa dreiviertel voll. Und direkt drüber ist der wunderschöne runde Tacho mit Tageskilometerzähler. Befindet sich bei diesem Auto die Kontrolllampe für die Warnblinkanlage, die ist aber zu dem Auslieferungszeitpunkt vom Fahrzeug gar nicht gab. Und die wurde halt hier jetzt eingesetzt an dieser Stelle. Hier oberhalb befindet sich die Ladekontrollleuchte. Wenn der Motor steht, bremst natürlich dauerhaft rot. Links daneben ist die Kontrolllampe für den Chokezug, wenn man ihn beim Kaltstart ziehen muss. Hier oberhalb befindet sich die Kontrollleuchte fürs Fernlicht. So, das ist jetzt Abendlicht. Sobald die blaue Lampe leuchtet, brennt das Fernlicht. Direkt drüber ist die Kontrolllampe für den Blinker. Neben der Lenksäule befindet sich das Kühlwasserthermometer. Anzeige von 40 bis 120 Grad Celsius. Im betriebswarmen Zustand bei diesem Fahrzeugtyp immer zwischen knapp 80 und 90 Grad Celsius. Links daneben die Motorölddruckanzeige. Die ist bei betriebswarmem Motor im Fahren oberhalb von 2500 Touren in der Regel zwischen 5 und 6 Bar. Bei niedrigeren Drehzahl geht sie natürlich etwas runter und bei betriebswarmem Motor kann sie ruhig bis auf 1,5 Bar abfallen. Links neben der Tachoanzeige haben wir einen rein mechanischen Drehzahlmesser. Und jetzt gehen wir runterwärts zur Lüftungsbedienung Fahrer. Das ist baugleich wie für Beifahrer. Oberer Hebel für Scheibe, unterer Hebel für Fußraum. Und weil wir jetzt schon im Fußraum angekommen sind, hier, das ist der Benzinhahn. Und zwar gedrückte Stellung, so wie jetzt, ist Normalzustand. Gezogene Position ist Reserve. Links daneben der Handbremshebel der sogenannten Stockhandbremse oder Stockhandgriff. Und hier ist der Motorhaubenöffnungshebel. Im Fahrerraum oder Fahrerseite ganz links der Schalter fürs Lüftungsgebläse mit Kontrolllicht. Rechts daneben der Wahlschalter für Parklicht.
Wenn er so steht, ist es links. Wenn er so steht, ist das Parklicht rechts. Das hier ist der Lichtschalter. Funktion nach links, Parklicht. Zum Wählen rechts, links, der Schalter. So ist aus. Dann Standlicht nach rechts, eine Raste. Fahrlicht, die zweite Raste nach rechts. Hier sehen wir den sogenannten Heißstartzug. Über die Funktion sage ich jetzt nichts. Er ist eigentlich heutzutage nahezu überflüssig. Da daneben der Schalter für die Instrumentenbeleuchtung. So.